Hey Boys and Girls, heute habe ich mir zum Ziel genommen, mal über das leidige Thema Elektrofahrer zu reden. Elektroautofahrer haben was gegen mich, grundsätzlich. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, sie sagen immer so Sachen wie: Entschuldigung, muss Ihr Auto so laut sein und so stinken? Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich das glaube, dass sich das so anhört. Weil bei mir hört sich das immer genau so an. Kauft euch Elektroautos. Tut was für die Umwelt. Lasst uns Deutsche die Umwelt retten. Das Thema macht mich wütender wie ein Demenzkranker im Labyrinth. Alle sagen immer, dass E-Autos die Zukunft sind, weil sie ja so sauber sind. Was soll denn bitte an einem E-Auto sauber sein? Die Frage solltet ihr doch eigentlich mal den Kindern stellen, die im Kongo für eure scheiß Teslas Batterien zusammensammeln. Nimmt man den Mittelwert von 150 Kilogramm Treibhausgasen pro Kilowattstunde an, so entsteht bei der Herstellung eines stinknormalen Elektrowagens mit 35 Kilowattstunden Leistung rund 5 Tonnen Treibhausgase. 5 Tonnen Treibhausgase! Bei mir entstehen ja wenigstens nur Kohlebriketts. Statistisch gesehen kann man sogar meine Wolken nachvollziehen, wo die so hinreisen. Auch wieder ein Vorteil, ne? Dann behaupten ja die ganzen Spinner noch, dass es eine Erderwärmung gibt. Mein Bestes die ganze Zeit und es passiert nichts! Ein Elektroauto hat eine Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren. Mein drecks-taiwanesischer Toaster ist schon 25 Jahre alt. Was sind schon 8 bis 10 Jahre? Du kannst nie zu deinen Kindern sagen: Hier, Sohnemann, komm mal her, guck mal, hier habe ich deine Mutter gebumst damals, da bist du entstanden. Das ist die richtige Ausgeburt der Wegwerfgesellschaft. Und die Leute beschweren sich noch von wegen, die wollen was für den Umweltschutz tun. Mein scheiß alter Hobel ist jetzt 21 Jahre alt, hat 400.000 Kilometer auf der Uhr und ob ihr es glaubt oder nicht, der fährt nochmal 400.000 Kilometer. Lebensdauer eines Elektroautos als gut zu bezeichnen, macht mich wütender wie ein Fetter, der versucht, sich einen Arsch abzuwischen in einem Wohnwagenklo. Der Vorteil an einem Elektroauto ist, dass sie ungefähr 400 Kilometer weit kommen, ohne zu tanken. Den Vorteil kannst du gerne haben, weil mein Auto wird geklaut und wird nach 800 Kilometer neu betankt. Währenddessen ist das Auto dann irgendwann in Polen, wird auseinandergeschraubt und wird als Notstromaggregat genutzt für eine ganze Stadt. Und natürlich, um dein Elektroauto wieder aufzutanken. Solche Diskussionen machen mich wütender wie ein Lilliputaner, der Jojo spielt. Und das Beste ist, so ein Tesla kostet mal locker über 100.000 Euro. 100.000 Euro für ein Elektroauto, was 8 bis 10 Jahre hält. Du musst quasi dein Tesla gegen eine Wand setzen, damit du das Versicherungsgeld bekommst, damit du weiterhin deine Raten bezahlen kannst, um den scheiß Tesla zu bezahlen. Das macht circa 10.000 Euro im Jahr. Das sind 763 Kästen Bier im Jahr. Nach 10 Jahren hast du immer noch 23.000 Euro Pfand. Um das ganze Thema kurz zu fassen, investiert lieber euer Geld in Bier, da habt ihr mehr davon. Tschö mit Öl.